Guten Morgen, Frau Lehrerin. Musstet ihr das auch immer sagen? Nee. Wir mussten immer sagen, warte mal, wie hieß die auch nochmal? Guten Morgen, Frau. Fällt mir bestimmt gleich ein. Herr Sopalla. Hi. Sopalla? Ja. Echt? Du, was ist denn mit den Paketen hier? Müssen die zur Post oder zur Dingsstelle, Hermes? Das muss Hermes und das oben muss ich mitnehmen. Hermes ist Paketstelle, ne? Was für eine Paketstelle? Hier. Ja. Danke. Ja. Poststation. Frau. Oh, wie heißt die denn nochmal? Halt mal fest, ich werde jetzt eine Live-Sprachnachricht zu meiner Mutter schicken. Und ich wette mit euch, dass die das weiß. Mir fällt das jetzt nicht ein. Und das lässt mir keine Ruhe, wenn ich das nicht weiß. Good morning. Du, kleine Frage am frühen Morgen. Wie hieß nochmal meine Grundschullehrerin damals? Weißt du das noch? Bis nachher. Tschüssi. So, dann wollen wir mal sehen, ob die das noch weiß, weil ich wette mit euch, die weiß das. Na? Ja. Was geht? Heute ist Dienstag, ne? Oder was haben wir heute? Ja. Ja, der Tag zwischen Montag und Mittwoch. Dienstag, das bedeutet, ich habe heute Nachmittag frei. Irgendwas wollte ich dir noch erzählen. Ich vergesse irgendwie alles, komisch, ne? Ich wollte dir erzählen, dass das Fenster heute Nacht weiter auf muss. Das war schon ganz auf, ne? Nee, das war nicht ganz auf. Ich mache ja unser... heute Nacht wieder dran rumgehört. Wir haben ja unser Fliegengitter jetzt davor, weil das ist ja so warm bei uns im Schlafzimmer. Und deswegen können wir ja unsere Fenster immer komplett aufmachen, weil sonst hatte ich ja immer so einen Schiss, dass irgendwas reinfliegt. Jetzt ist aber das Problem, dass wir hier eine Fledermaus, wie nennt man das? Wir haben tollwütige Fledermäuse. Ja, und die fliegen hier... Die fliegen hier rum und dann habe ich immer Angst, dass die ins Schlafzimmer fliegen, obwohl die das ja gar nicht mehr können, weil das Fliegengitter ja davor ist. Aber ich denke immer, dieses kleine Fliegengitter hält eine Fledermaus, so ein dickes Ding, nicht davon ab, da durchzubrettern. Wenn die da mit voller Wucht gegenfliegt, dann... Fliegt der ja nicht mit voller Wucht gegen. Nee? Die kommen da angeflogen, vorne bis vor das Fliegengitter. Dann nimmt die ihren Werkzeugkasten, dann nimmt sie ihren Seitenschneider raus und dann macht sie so knipp, 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 knipp. Da wird das gerade und dann macht sie so einen Fledermausgroßen Abdruck, schnippelt sie dann da raus und da klettert die durch. Hier, da sind wieder die wunderschönen Kühe. Oh ja, die sieht schön aus als die Nachbarin. Ja. Und dann hast du so einen Batman-Abdruck in deinem Fliegengitter, aber dann weißt du zumindest am nächsten Morgen, aha, das war eine Fledermaus. Da war Herr Fledermaus zu Besuch. Ne, da macht man keine Späße drüber. Hier wurde ein Kind gebissen von einer Fledermaus. Ja, ja, und das ist nicht so schön. Tollwut ist Tollwut, ne? Ja, und was ist jetzt mit dem Kind? Was passiert dann? Aber das kann man, da passiert nichts. Heutzutage kann man das, was heißt, Tollwut ist böse. Aber da muss sie nicht dran sterben. Nein, wir sind ja heutzutage mit der Medizin ein klein wenig weiter. Aber da war doch noch mal ein Fall vor ein paar Jahren, da hatte, wie war das noch, der hatte Tollwut und dann haben sie die Spenderorgane verteilt oder was. Und dann haben die alle Tollwut gekriegt, da hatten sie nicht drauf geprüft oder haben haben das verpeilt. Der hat im letzten Moment noch Tollwut gekriegt und haben sie alle, ja. Ach du Scheiße. Und da musst du auch wissen, dass du Tollwut hast. Und das am besten, bevor du Schaum vor dem Mund hast. Ja, und wie merkt man das? Du wirst toll und wütig. Also in etwa, ich bin eigentlich immer tollwütig. Hör auf. Da macht man keinen Spaß drüber. Ich mache keinen Spaß darüber, dass der hier schon wieder durchgehende 71 fährt. Hier ist 100, mein Freund. Ach so, hier haben wir den Zählerstand. Jetzt davon auf dieser kleinen Strecke. Ich habe den jetzt hinter mir weg. Vor mir weg. Da brauche ich doch jetzt nicht noch den die ganze Zeit hinten aufs Nummernschild gucken. Weil wenn der da schon die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht versteht, dann versteht er auch die Rest der Strecke nicht.
So, ich habe jetzt gerade eben... Oh Mann, Manuel, musst du da immer so schnell fahren? Kannst du eben ein bisschen langsamer, dass wir unser Spiel hier eben spielen können? Ich habe gerade eine Sprachnachricht gekriegt von meiner Mutter und habe sie jetzt noch nicht abgehört, mit dem Ergebnis, wie dann meine Klassenlehrerin heißt. So, wollen wir jetzt ein kleines Spielchen machen? Was sagst du dann? Weiß sie das oder weiß sie das nicht? Ja, weiß sie. Nee, wobei? Ich habe ja gesagt, ja, sie weiß es. Wenn, nee, weiß sie nicht. Nee, weiß sie. Okay, du sagst nein und ich sag ja. So, derjenige, der gewinnt, oder derjenige, der verliert, der muss den anderen den ganzen Tag bedienen. Also wenn ich sage, so, ich will jetzt einen Kaffee, dann holst du mir einen Kaffee. Wenn ich dich bei der Arbeit anrufe, hier, was weiß ich, mach das, dann musst du das machen. Ja? Nein. Bitte. Nein, für sowas habe ich keine Zeit. Also, und was wollen wir denn wetten? Also wenn du bei der Arbeit dafür Zeit hast... Und was dann, wollen wir denn wetten? Da habe ich heute keine Zeit für. Komm, irgendwas. Nein, darf ich heute dann keine nur Zeit heute für. Abend. Heute Abend Kaffee bringen ja, und das sowas. Ist was anderes. Okay? Ja. Also nicht bei der Arbeit. So, Ton laut an. Oh, die Nachricht geht nur 3 Sekunden. Das ist gut für mich, glaube ich. Und? Moment. So, Leute, es geht los. Ich muss das eben gleichzeitig machen. Moment. Frau Deken. Frau Deken! Genau! Guten Morgen, Frau Deken. Ich habe recht. Das weiß ich wahrscheinlich auch nur, weil du ständig blaue Briefe nach Hause gekriegt hast und sie die Unterschrift auswendig kennt. Ich kann nicht mehr. Sehr geehrte Frau, Ihre Tochter hat mal wieder im Unterricht gestört. Sie ist ein absoluter Klassenkasper. Frau Deken. Warum spricht deine Mutter morgens wie ein Zombie? Zombie? Frau Deken, Gehirne. Yeah, ich habe gewonnen. Heute Abend werde ich bedient. Ich hätte gerne eine Massage. Nach dem Essen. Nee, nach dem Essen hätte ich gerne erstmal einen Kaffee und dann hätte ich gerne eine Massage. Erst eine Fußmassage und dann eine Rückenmassage. Danke schon mal im Voraus. Nach dem Essen kriegst du eine Trachtprügel. Willst du denn auch ein Stück Kuchen? Ja. Ja? Aber ein Obststück nehme ich dann, ne? Muss ja jetzt nicht so diese dicke Kette. Ne? Oh ja, das ist schön. Nimm das Richtige von mir, ne? Mhm. Hello. Wie war das? Du wolltest eigentlich nur eine Cola Light, ne? Ich, kann das sein? Nee, Cola Light nicht. Oder eine Cola? Mm-mm. Oder was heißt wenn dann ein Stück Kuchen auch. Auf jeden Fall. Das nützt ja jetzt nichts, ne? Hm? Was machst du da jetzt all? Ich wollte irgendwas verschicken. So. Wollen wir gleich dann noch eine Runde laufen? Ja, Sabine, nach dem Kuchen. Sabine. Frau Deken. Dass du das noch wusstest, ne? Du. Du, das... Ich wusste... Ich war ja oft zu Gast bei Frau Deken. Also Frau Deken, wenn Sie das sehen, liebe, liebe Grüße. Aus mir ist doch noch was geworden. Ich hoffe. Oder? Doch. Kannst du dich beschweren? Nö, eigentlich nicht. Nö. Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung. Du hast einen Führerschein? Ich habe meinen Führerschein. So, du kannst immer irgendwelche Transporte fahren, sonst nicht mehr anders. Ja. Ne? Es ist schon alles gut gelaufen. Moin. Auch ein bisschen spazieren? Ja. Herrlich hier, ne? Ja, im Kaffee trinken. Ja. Muss man ja genießen, das Wetter, ne? Auf jeden Fall. Schönen Tag noch. Ich wünsche Ihnen auch. Danke, tschüss. Darf reinkommen. Ich bin drin. So, und dann haben wir hier unser schönes Schloss, ne? Wunderschön.
hat auch geöffnet heute wieder. So, was machen wir denn jetzt noch? Laufen, Sabine. Ja, dann lass uns noch. Oder wollen wir erst noch mal 5 Minütchen in der Sonne sitzen? Schon wieder? Komm, wir bleiben noch kurz hier 5 Minütchen in der Sonne. Boah. Tut mir leid, geht nicht ohne Brille. Sabine, du hast den ganzen Vormittag gesessen, ne? Ja, wir laufen noch gleich noch. Ich habe doch gesagt 5 Minuten. Was machst du da mit dem Handy? Pack das weg. Moment. Morgen soll es nochmal 30 Grad werden. Ja? Ja. Nee, morgen ist Mittwoch, ne? Donnerstag. 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 Ich bin gespannt. Ja, komm, dann lass uns laufen. Es ist echt warm. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche Donnerstag ist. Ja, nächste Woche Donnerstag. Wollen wir dann auch filmen oder wollen wir dann nur pur entspannen? Mir ist das egal. Du musst das ja. Du musst ja die Kamera dann ständig halten. Nö, das ist ja nicht schlimm. Aber ja. Ich weiß ja nicht, wenn du nicht gefilmt werden möchtest. Wir fahren nämlich nächste Woche auf die Insel. Wo fahren wir eigentlich hin? Borkum oder? Borkum. Borkum ist die größte ostfriesische Insel. Und da fahren wir Donnerstag hin. Da habe ich mir mal spontan freigenommen. Ne? Das ist schon nicht mit. Was schwimmt da denn? Oh. Ich dachte gerade ein Krokodil. Siehst du das? Sabine, deine Fantasie. Das ist ein Stück Holz. Ja, das ist ein Stück, das kann man jetzt nicht sehen auf der Kamera. Aber das sieht aus wie ein Krokodil. Ja, der so gerade so ein bisschen über Wasser. Wie so am Nil, der dann hier so lang schwimmt. Ja. Joa. Wir befinden uns gerade in Afrika. Das wäre mir zu gefährlich, glaube ich. Mhm. Kannst du das? Wir müssen einen Begleiter bei uns haben, ne? Nee, also wir haben das hier schon schön, ne? Das ist eigentlich ein Stück Urlaub, ne? Wir probieren es nochmal. Ja, klar. Hier. Ich glaub mir jetzt keiner, aber das ist so. Das kann's nicht, wa? Doch. Echt? Warte, ich kann's auch besser. Das klingt eher wie so ein Vogel, der gerade abgeschlachtet wird. Oh, ich muss schnell machen. Wasser kocht schon. Ich habe mich jetzt umentschieden. Ich wollte eigentlich Chivap-Chichi-Pfanne machen, aber irgendwie habe ich voll Nudelhunger. Jetzt habe ich Nudeln gemacht oder mache jetzt Nudeln. Und zwar diese hier. Macaroni mit Tomaten-Sahnesoße. Gibt es überall. Kaufland, Lidl, Aldi. Und dazu machen wir immer diese Ringsalami. Die ist so ein bisschen scharf. Und Zwiebeln. Und dann geht das los. Und das ist sehr, sehr lecker. Und das werde ich jetzt machen. Guck mal, wie das jetzt hier aussieht. Ich war hier am Kochen, ne? Du. Ja. Und da habe ich die Wurst angebraten und da habe ich das gar nicht gemerkt. Ich habe nebenbei YouTube-Videos geguckt und habe die Wurst angebraten und habe das gar nicht gemerkt, dass das anscheinend so doll gequalmt hat. Und auf einmal geht der Rauchmelder los und der hat so laut gepiept, meine Ohren. Ich dachte, ich weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich so erschrocken. In dem Moment habe ich mich erschrocken. Hau mit dem Arm hier gegen. Die Milch war voll. Die ganze Milch, alles voll. Die ganze Mikrowelle, alles voll. Ich kann nicht mehr. Und dann bin ich da hingerannt. Hättest du mich gesehen? Ich bin da hingerannt wie so eine Furie. Ich bin jetzt unter der Decke weggerissen. Und dann habe ich den, der ging nicht aus. Da bin ich auf den Stuhl. Ging der nicht aus. Da bin ich auf den Stuhl gestiegen. Da bin ich da gar nicht hochgekommen. Und dann habe ich das ganze Ding da runtergerissen. Ich weiß nicht, frag mich nicht, wo ich das Adrenalin hergeholt habe. Du hast jetzt wirklich den Rauchmelder inklusive Halterung von der Decke gerissen. Ja, das ging nicht aus. Ich dachte, jetzt kommen hier gleich die Nachbarn rüber. Das hat so laut gepiept. Oh, Schatz. Und das war gar nicht so doll am Qualmen. Das war ganz normal gekocht. Nee, das war wie nicht wir immer ganz kochen. Normal gekocht. Das kommt von der Wurst, weil die so stark ist. Quatsch. Oh, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Alles sauber machen. Guck mal, wie das hier aussieht. Die ganze Mikrowelle, alles voll mit Milch. Was hast du dir da nur für eine Frau angelacht, ne? Schmeckt noch?
Mhm. Kann man noch essen? Mhm. Okay. Hey, Digga, was geht? Was geht? Nein, das sollst du nicht sagen. Was soll ich nicht sagen? Was? Oh, das darf ich nicht sagen. Hör auf. Ja, aber die reden ja alle so, ne? Was geht? Ja. Hast du gesagt, Alter? Mein Homie? Alter ist ja so ein... Ey, Alter, as luck. Sagt ja jeder. Ey, Alter! Aber ich nicht. Hör ich einmal, dass irgendjemand das sagt, Alter. Der kriegt... What's up? Wir waren ja mit seinen Kindern, mit seinen beiden Mädels, das eine Wochenende in Holland. Und die sagen das auch immer, ne? Aber ich kann nicht jedes Mal sagen, du sagst das nicht mehr. Ey, ich bin ja nicht deren Mutter, ne? Die Mutter. Der Vater. Das muss der Vater machen. Ne? Nee, der Vater hat längst aufgegeben, gegen die Jugend zu rebellieren. Rebellieren. Ja, auf jeden Fall. So, machen wir jetzt hier Feierabendfreude, würde ich mal sagen. Ich habe mich von meinem Schock erholt. Ne? Jetzt musst du auch ins Bett. Ich war ja in Schockstarre die letzten Stunden. Mhm. Wegen dem Piepen. Aber jetzt musst du auch ins Bett, weil jetzt wird es zu anstrengend. Ich muss jetzt duschen. Und dann muss ich noch ein Video bearbeiten. Jo, und dann ist es auch schon wieder. Es ist jetzt ja schon wieder 19:30. Dann ist es bestimmt schon wieder. Die monatlichen Spiele sind online. So, Major Marwufen. Ja. Dich hat man ja heute nicht so wirklich gesehen, ne? Nee, ich war mit Arbeiten beschäftigt. Ich war mit Kuchen essen, Cola trinken und Quatsch machen beschäftigt heute Nachmittag. Ja. Und alles in gleichem Maße. Was habe ich zu dir gesagt, wo ich weggegangen bin? Gib mir eben Geld. Ich brauche nur 2 Euro. Wir trinken dann nur einen Kaffee. Das Ende vom Lied. Wir sitzen noch mit einem dicken Stück Kuchen und Cola. Mhm. Und Nordlicht, aber Mama hat es auch noch verraten. Ja, sie hat mal nur ein Bild geschickt. Aber ist nicht schlimm. Intelligent. Intelligent. Aber Nordlicht Mama. Was hast du intelligent gemacht? Aber Nordlicht Mama meint ja, dass sie mit ihrer Cola Light immer alles wieder rausreißt. Aber ein dickes Stück Torte, ne? Ja. Wa? Ne, Nordlicht Mama? So, komm, bevor wir hier noch rumalbern. Ja, albern wir lieber weiter. Bis morgen. Ciao, Maui. Ciao, Bella. Tschüss.